Hey Leute, willkommen zurück zu Amnesia Abduction, der Custom Story. Ja, okay. Ich habe jetzt mal wieder einen Tag Pause gemacht. Und okay, ich spiele jetzt von hier aus weiter. Ich habe jetzt den Schlüssel bekommen, wie ihr seht, für den Ostflügel. Und letztes Mal war hier ein Zombie, dem ich todesmutig entgegengetreten bin. Also, sprich, ich habe mich im Schrank versteckt. ja. Alles andere wäre nämlich dumm. Nee, okay. Ich öffne mal die Tür. Was war das eben für ein Geräusch? War ich das? Ja, ich habe leider kein Öl mehr. Ich würde sonst gerne die Laterne anmachen. Oh Gott, ich mache die Tür zu. Okay. Irgendwo hier muss was sein, denn mir fehlt nur noch ein blauer Splitter. Und ich habe alles. Ich mache mal kurz die Kerze hier an. Ein bisschen Licht tanken, dass es mir wieder besser geht, geistig und so. Oh, guck mal, ein Flügel. Kann ich da was? Ja. Kann ich das spielen? Nee. Wäre jetzt auch ein bisschen blöde, wenn ich jetzt noch Krach mache. Oh, guck mal, in deinem Bild ist doch was. Hundertprozentig. Jawohl. Da ist eine Wand. Kann ich da irgendwas? Zwar zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Ja, für was habe ich denn Hammer und Meißel? Was? Gegenstand kann ich für nicht verwendet. Was spinne ich? Wow. Okay. Einfach mal blöd drauf rumklicken, dann geht das auch kaputt. Okay. So, bisschen Licht. Okay, und jetzt wage ich es mal und gehe durch. Okay, hier war ich glaube ich noch nicht. Oh, was ist das denn? Da liegt ein Buch schräg drin. Das ist irgendwie verdächtig. Nee, ist aber wohl nichts. Okay, wer macht eigentlich einen Raum? Okay, der war wohl nur zugemauert. Aber ich wollte sagen, wer macht einen Raum ohne Türen? Naja, komisch. Okay, Schubladen. Haben wir da was? Haben wir da was? Nein, da muss hier was drin sein. Ah, toll, eine Zunderbüchse. Ja, und jetzt? Ist da vielleicht was? Ach, guck mal. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Das hätte ja auch nicht anders sein können. Ich meine. Yes, die letzte blaue Scherbe. Wie hätte es denn auch anders laufen sollen? Ich meine. Wäre ein bisschen seltsam gewesen. Oh Gott, wenn jetzt ein Zombie die Tür einschlägt, dann schrei ich wieder los. Komm, bitte nicht. Bitte kein Zombie jetzt. Bitte kein Zombie. Okay. Kein Zombie. Kein Zombie. Kein Zombie. Ah! Nein, Zombie. Zombie, 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 Zombie. Okay. Einfach die Tür zu. Einfach die Tür zu. Wird schon alles gut gehen. In die Ecke kauern. In meine Emo-Ecke. Oh, ich hab's gewusst. Das war jetzt zu offensichtlich. Deswegen bin ich auch nicht so erschrocken. Ja, du bist da draußen. Lass mich. Oh. Ohne Witz, Leute, wenn der Monitor nicht wäre. Boah. Also, ich meine, das Licht vom Monitor. Hätte ich jetzt schon ein bisschen Angst. Boah. Das, was mich jetzt nämlich auch noch so ein bisschen stört, ist mein PC. Der ist so hell jetzt in dem absoluten Dunkeln hier in meinem Wohnzimmer. Ja. Aber was erzähle ich euch von meinem PC? Atmo-Killer und so. Deswegen werde ich mal ein bisschen Atmos schaffen. Ich glaube, jetzt da vorne rein, oder? Wo ist er denn? Zombie. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt auch sehen, was ich sehe. Nämlich gar nichts. Ich mache mal so einen Spalt auf, dann kann ich rausschauen. Aber er sieht mich ja nicht hier. Na? Ja, die Musik ebbt schon so langsam ab. Glaube ich. Oder? Hallo? Hallo? Ich höre ihn auf jeden Fall nicht mehr. Soll ich es riskieren? Soll ich rennen? Ah, da ist er. Haut die Tür zu, Klump. Warum macht er das? Warum haut er die Tür kaputt? Da seht ihr, da fliegen die Fetzen gerade. Warum macht er sowas? Warum macht er sowas? Da läuft er. Oh. Okay. 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 Alles gut. Ich lasse die Schranktür nochmal zu, bis er wirklich ganz weg ist. Komm schon. Jetzt hau halt ab, Mensch. Ich glaube, sag mal, das ist ungewöhnlich lange, wie lange der jetzt da rumrennt. Das ist sehr ungewöhnlich lange. Ah, jetzt. Okay. Okay. Ich kann mich wieder raustrauen. Okay, kein Zombie. Jetzt nehme ich aber die Beine in die Hand.
und mache, dass ich hier wieder ins Atrium komme. Oh, okay. Ich schwitze tatsächlich, ja. Auch wenn das jetzt nicht so furchterregend war wie die vorherigen Begegnungen. Aber es war schon ganz schön krass, naja. Okay, es könnte auch daran liegen, dass es heute sehr schwül ist, obwohl es Nacht ist. Um genau zu sein, ja, kurz nach 11. So, und ich lege die letzte blaue Scherbe rein in den Sockel. Und? Was passiert? Hä? Was passiert denn? Hallo? Ist irgendwas... Hä? Ich kapier's nicht. Habe ich was verpasst jetzt, oder? Ist hier was? Ah, guck mal. Au! Ah, okay. Okay, so ist das also. Ich musste Blut opfern. Oh, eine Wunde blutet ziemlich stark. Ich habe zwar noch... Ja, ich heb mir das Laudanum auf. Ja, klar blutet was an der Hand. Was ist das denn? Guck mal, ist das... Das Blut wabert so richtig da drin. Oh ja, und alles färbt sich so rötlich, wenn ihr das so auch seht, wie ich jetzt. Weil meine Wunde eben sehr stark blutet. Na komm, du wirst es schon überleben, Daniel. Okay, Sewers, also die Abwasserkanäle. Oh, damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Auch im ersten Spiel schon. Im Hauptspiel. Oh Gott, nee, bitte nicht. Da kommt doch wieder ein Wassermonster. Aber das Wasser ist erschreckend klar eigentlich dafür, dass es Abwasser ist. Oh, ist das tief? Das geht mir doch bestimmt bis zur Hüfte. Ah, geht, geht, geht. Lecker, lecker. Okay, ich laufe mal ein bisschen. Boah. Oh, Leute, ich höre... Oh. Atrium Andron. Okay. Nein, ich möchte erstmal hier alles erkunden. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen Öl. Oh, Leute, mit meinem Dolby-Headset, ich höre es die ganze Zeit plätschern von allen Seiten. Wisst ihr, wie böse das ist? Das ist einfach nur übel. Laboratory? Aha. Also ein Labor gibt es hier unten auch. Wer setzt sein Labor in die Kanalisation, bitte? Ich weiß ja nicht. Die Abwasserkanäle, da stinkt's doch überall. Das ist doch bestimmt kein angenehmer Ort, um Forschung zu betreiben. Naja. Warte mal, ist hier vielleicht was drin? Ich hab doch nichts gesehen. Ich dachte, da wäre was. Das war wohl nur eine Spiegelung. Oh. Oh, hört ihr das? Oh, das ist vielleicht nur das Wasserrauschen, aber... Chemical Storage. Okay, ich gehe erstmal ins Chemie... Na. It's locked and will not open without a key. Also es ist verschlossen und wird sich ohne Schlüssel wohl auch nicht öffnen lassen. Hm. Jetzt wollte ich schon mal so ganz großspurig die Richtung vorgeben und sagen, ich gehe jetzt in das Chemielager, aber... Ja. Pustekuchen war's. Okay, dann gehe ich doch mal ins Labor schauen. Aber ich kann mir schon denken, dass ich wahrscheinlich ins Atrium Adorum muss. Nein, das Labor ist auf. Sehr gut. Ja, was heißt sehr gut? Ich befürchte, ich bin nicht alleine. Oh Gott, ja. Ich ahne schon was. Ja, eine Schnittwunde und blaue Flecken, das ist okay. Das... Oh Gott, was ist hier los? Oh, außerhalb von diesen Fackeln ist alles stockdunkel hier. Ich werde mal die Tür ganz vorsichtig öffnen. Oh, lauter Leichen wieder. Guck mal, da steht doch was drin. Öl! Jawohl, Öl. Schön, schön, schön. Ah. 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 Jetzt hängt da einer. Und hier liegen überall Leichen. Ah. Okay, ein bisschen Licht kann ich mir wohl erlauben, jetzt wo ich Öl habe. Oh Gott. Jetzt ist es weg. Ah. Och, Leute. Nein, ich spiele das nicht, wenn ihr jetzt denkt, ich habe wirklich Gänsehaut gerade überall. Ich heb mir das Öl noch auf. Vielleicht muss ich gleich wieder die Beine in die Hand nehmen und laufen. Oh, ah, schade. Ich dachte, da grinst mich schon wieder Öl an. Ich mache mal die Tür zu. Also hier scheint es ein geschlossener Raum zu sein. Ich denke mal nicht, dass hier ein Zombie drin ist. Oh, ist das dunkel. Ich sehe halt gar nichts. Okay, was haben wir hier? Ist das eine Kiste? Ja, die kann ich noch heben. Ich dachte, die kann ich aufmachen. Also da habe ich eben Öl ges... Ah, guck mal hier. Die kann ich doch öffnen, oder? Die kann ich doch öffnen, die Kiste. Jawohl. Nee. Ah. Aber da war auf jeden Fall Öl und Laudanum und Zunderbüchsen. Coole Sache. Aber das scheint es gewesen zu sein. Oh, die Optik verzerrt sich schon wieder. Sag mal... Ich werde hier auch echt zum Schisser, aber so viel Angst habe ich auch nicht im Dunkeln.
Also, ja. Unser Hauptcharakter übertreibt es ein wenig. Wenn es dann auch Daniel ist. Na gut, wenn man überlegt, was er durchgemacht hat. Ein bisschen kann man es ja schon verstehen. Okay. Immer sachte, sachte und immer alle Fackeln anzünden. Besser ist das. Na gut, ich muss ja nicht wirklich jede anzünden. Sonst habe ich ruckzuck keine Zunderbüchsen mehr. War ich hier drin? Nee, ne? Hier war ich auch noch nicht drin. Oh, Schreibtisch. Ja, immer wenn es Schreibtische gibt, dann heißt das auch, da kommt gleich wieder ein Zombie um die Ecke, wenn ich da irgendwas drin finde in der Schublade. Oh, Laudanum. In der Schublade und eine Zunderbüchse. Aber Hauptsache ein Schrank, in dem ich mich verstecken kann. Das ist schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Okay. Oh, wieder eine Notiz. Plan B. Verdammt! Diese verdammten Ratten sind... haben meine letzte Flasche mit Quecksilber zerstört. Ich weiß, ich hätte ein Gift für sie bereitlegen sollen. Glücklicherweise für mich, trotz allem und der Fortschritte in der modernen Technologie, Cinnabar, aha, habe ich etwas Zinn in das Quecksilber eingeschmolzen, das ich brauchte. Alles, was ich tun muss, ist es in einem... Ja, ich muss es nur in einen Platz mit genug Feuer geben und das, der Schwefel wird sich von alleine von ihm trennen. Aha. Also ist das irgendwas mit Schwefel, irgendeine Verbindung? Keine Ahnung. Ich sollte trotzdem vorsichtig sein, denn das Quecksilber zu extrahieren wird genug Sulfid, also Schwefelgas produzieren, um mich sofort in Ohnmacht zu versetzen. Es sollte etwas Cinnabar, ich weiß halt immer noch nicht, was es ist, im Chemielagerraum geben. Es sah schon immer nach einem seltsamen Platz für eine Mine aus, aber ich vermute, die Mine geht eben dahin, wo das Erz ist. Nicht andersherum. Ja klar, man kann ja nicht irgendwo was abbauen, wo nichts ist. Deswegen, ja, hat man sich nach dem Vorkommen so richten und nicht umgekehrt. So war das gemeint. Ja, entschuldigt, wenn es etwas holprig ist, aber da dies blind ist, muss ich eben wirklich auch on the fly übersetzen und das ist nicht so leicht, wie gesagt. Naja, egal. So. Wir gehen mal weiter. Obwohl ich ein bisschen Schiss habe. Oh. Nein, ich mach... Nein! Oh. Nein, ich will die Laterne nicht anmachen. Ich weiß nicht, was da ist und ich will es eigentlich auch nicht wissen. Auf jeden Fall eine sehr lange Blutspur und mein Öl ist gleich leer. Ich fülle jetzt erstmal nichts nach. Ich mach kurz das Licht an. Ah! Nein! Oh Gott! Oh! Oh, ich will da nicht weitergehen. Nein, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Leute, ich habe richtig Angst gerade. Ein Schlüssel. Den nehme ich mir aber jetzt noch nicht. Sonst passiert wieder was. Ich weiß es genau. Okay, erstmal... Was haben wir hier? Lauter Käfige. Okay. Warum stehen da... Ach, guck mal. Ah, ich verstehe. Hier kann ich wohl das Quecksilber extrahieren. Aber ich brauche erstmal Cinnabar, also dieses komische Zeug. Oh, jetzt ist mein Öl leer. Okay, eins kann ich mir erlauben, glaube ich. Okay, ich mache die Tür mal kurz zu. Hier mache ich mal die Fackeln an. Also die Fackel, eher gesagt. Oh, was ist das? Chemical Storage Key. Okay. 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 Oh, es ist stockdunkel einfach nur. Ich habe doch Fackeln angemacht, sag mal. Oh. Die Dunkelheit ist wirklich absolut. Oh Mann. Ey Leute. Oh, irgendwas ist hinter mir. Aha. Ah! Ich meinte jetzt eigentlich bei mir im Wohnzimmer, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, hier bin ich nicht allein im Spiel. Oh. Oh. Also nach dem Spiel brauche ich eine Therapie, Leute. Ah! Oh. Ja, ich muss. Ich muss.
Ich muss schauen. Oh, absolut dunkel. Absolut einfach nur. Okay. Mach ich die Tür zu? Ich mach die Tür zu. Ich mach die Tür zu. Was? Was? Dieser Arm. Vielleicht könnte ich etwas Blut extrahieren, das ich brauche. Welcher Arm? Ach, die hier. Oh Gott. Das sind Zombies. Die sind total zerschnetzelt. Ja gut, besser so als anders. Okay. Ich nehme mir auf jeden Fall die Zunderbüchsen. Was haben wir hier noch? Holzhobel. Kreissägen und eine eiserne Jungfrau! Oh! Oh Mann! Okay. Ist nichts drin, ja. Nein, ich stelle mich da jetzt nicht rein. Ich kenne nämlich noch so eine nette Geschichte aus dem ersten. Aus dem Hauptspiel, als einer irgendwas sagte, sein Auge wäre darin geplatzt und er hätte gemerkt, wie die flüssig. Nee. Vernunfttrank, okay, das ist vernünftig. Okay. Moment. Ich habe ja die chirurgische Nadel. Das kann nicht verwendet werden. Habe ich denn irgendwas? Kann ich das vielleicht mit dem Glas? Nein. Nur das Glas? Nur der Eimer? Auch nicht. Wie kriege ich denn Blut? Ach, Moment. Ich habe eine Idee. Ich nehme den Arm einfach mit. Ich nehme den Arm mit. Besser Arm dran als Arm ab, sage ich ja gerne. In dem Falle ist es auch egal. Oh, komm, bitte komm nichts. Ich hab nur einen Arm. Ich hab nichts mitgenommen, was ein Zombie aufschreckt. Bitte. Okay. Kann ich hier vielleicht was mitmachen? Kann ich denn da irgendwie gegenklatschen oder so? Guck mal, hier reinstecken vielleicht? Nee. Irgendwas muss der doch gut sein. Ach, guck mal, da ist eine Presse. Ja! Moment. Glas vielleicht? Ja, das geht doch. Sauber. Nee, andersrum, oder? Dann geht's runter. Komm schon. Nee, so ist falsch. Doch so rum? Mit dem Uhrzeigersinn? Okay. Jar of Blood. Ein Glas voller Blut. Ja, das Glas ist gefüllt mit dem Blut eines Twisted, also eines Zombies sozusagen. Es riecht schrecklich. Das kann ich mir vorstellen. It smells horrendous. Kann ich das jetzt irgendwie noch extrahieren, oder? Ach so. Okay. Muss ich wohl auch. Nee. Vielleicht so? Nee. Irgendwas muss hier doch rein. Also ich muss auf jeden Fall jetzt was mischen. Dafür brauche ich noch Quecksilber, glaube ich. Aber das kriege ich nur im Chemical Storage. Also muss ich nachher eh nochmal her. Also kann ich jetzt, glaube ich, erstmal geruhigen Gewissens hier weggehen. Auch wenn ich das Glas schon platziert habe. Oh Gott, Leute. Oh, wisst ihr was? Lauf. Lauf einfach raus. Einfach raus in die Sewers. Da ist Licht. Da ist gut. Oh Gott, Leute. Ich schwitze wie ein Schwein. Oh. Mann, wie krabbelt's überall auf mir. Das ist... Oh. Ich glaube, ja. Okay. Ich gehe erstmal rüber zum Chemical Storage. Und bevor ich hier reingehe, werde ich erstmal das Licht anmachen und mich auf Insekten abchecken und ja, den Part hier erstmal beenden. Bis zum nächsten Mal.